Wie funktioniert das Gehirn? Eine Frage so komplex wie das Gehirn selbst. Um irgendwann die Abläufe im menschlichen Gehirn richtig verstehen zu können, forschen die Wissenschaftler zunächst an einfacheren Modellorganismen wie zum Beispiel der Fliege. Es geht um das Bewegungssehen, also eine stabile visuelle Wahrnehmung bei gleichzeitiger Bewegung. Der Mensch kann 50 Bilder in der Sekunde sehen, die Fliege mit ihren Facettenaugen bis zu 200. Aufgrund einer raffinierten Verschaltung von Nervenzellen kann sie einen stabilen Kurs halten, auch wenn sie zum Beispiel durch Wind von ihrem anvisierten Kurs abgetrieben wird. Mit ihrer Navigierkunst ist sie jedem menschlichen Piloten überlegen. Diese spezifische Signalverarbeitung untersucht Franz Weber, Doktorand an der Münchner Graduate School of Systemic Neurosciences. Ein System, das dabei sehr wichtig ist, ist das visuelle System. Und jetzt konkret untersuche ich diese Fragestellung anhand einer einzelnen Zelle, die bewegungssensitiv ist. Und ich versuche durch komplexe Stimuli diese Zelle oder ihr Antwortverhalten zeitlich wie räumlich zu charakterisieren. Das erklärte Ziel von Franz Weber ist es, experimentelles und theoretisches Arbeiten zu vereinen. Es werden mathematische Modelle entwickelt, die Strukturen veranschaulichen und das Verhalten von Zellen simulieren. Ob er mit seinen Theorien richtig lag, testet er dann in Experimenten. Ein anspruchsvolles und komplexes Forschungsprojekt für einen jungen Wissenschaftler, der noch am Anfang seiner Karriere steht. Die GSN ermöglicht ihren Doktoranden einen schnellen Einstieg. Ich bin Teil des sogenannten Fast-Track-Programms. Das es ermöglicht, schon mit einem Bachelor in einen PhD einzusteigen, wobei im Unterschied zum reinen PhD-Programm man erst noch ein Jahr lang im Masterprogramm mitmacht, aber dann nach diesem einen Jahr dann im PhD voll einsteigen kann. Wir wollen die besten Leute aus dem Bachelors direkt aufnehmen in den Fast Track und die können nach 3 Semestern dann in die Doktorarbeit gehen und haben damit natürlich einen erheblichen Zeitgewinn. Eine große Neuerung im deutschen Hochschulsystem ist es, dass eine Graduiertenschule einen eigenständigen PhD-Titel in den Neurowissenschaften vergeben kann. Der Dr. Rehrnatt ist an eine Fakultät gebunden. Für ihren neuen Weg mussten Professor Benedikt Grote und sein Team zunächst den Rahmen für eine strukturierte Ausbildung und eine eigene Prüfungsordnung entwickeln. Worin unterscheiden sich die beiden Abschlüsse? Das eine ist einfach eine klassische Doktorarbeit, das wird bescheinigt und sonst nichts. Und das andere ist eine Studienordnung, der die Doktorarbeit einschließt, aber weit darüber hinausgeht. Insofern ist es eine weit höher oder weitergehende Qualifizierung. Und gerade in den angelsächsischen Ländern, wo man diese strukturierten PhD-Studiengänge ja schon lange hat, wird das natürlich zu einer deutlich höheren Anerkennung führen. Das heißt, wir sind plötzlich viel präsenter und kompatibel eben mit den Ausbildungssystemen anderer Länder. Und da gibt es keine Alternative zu und das führt einfach zu einer ganz anderen Atmosphäre in so einer School. Wir haben auch eine ganz andere Zusammensetzung von Studenten und das ist ganz fantastisch und das macht wahnsinnig Spaß. Diese neuen Möglichkeiten machen die Münchner Graduiertenschule für viele junge Wissenschaftler sehr attraktiv. Kiri Couchman hatte bereits einen Bachelorabschluss in Geschichte und Philosophie sowie Biologie und Biochemie, bevor sie an die GSN kam. Die 24-Jährige kommt aus Australien und ihre Erwartungen sind hoch. Die Arbeitsgruppe von Benedikt Grote ist recht berühmt. Sie ist sehr renommiert und hat anerkannte Veröffentlichungen hervorgebracht. Dadurch, dass für internationale Doktoranden Stipendien angeboten werden und dass ich an der GSN einen englischsprachigen PhD machen kann, eröffnete sich mir die Möglichkeit, nach Deutschland zu kommen, um in einer so anerkannten Gruppe zu arbeiten. Kiri Couchman forscht an einem anderen Modelltier, der Wüstenspringmaus. Sie untersucht das Hören in niedrigen Frequenzen und die Schalllokalisation im Raum. Es gibt einen Bereich im Gehirn, im Hirnstamm, ungefähr hier, an der Basis, in dem Schalllokalisation verarbeitet wird und die Richtung im Raum, aus der ein Geräusch kommt, bestimmt wird. Im Speziellen untersuche ich die elektrischen Eigenschaften von Nervenzellen, die an diesem Prozess beteiligt sind. Mit dieser Apparatur kann ich geringste Mengen an Neurotransmittern aktivieren, das sind die Botenstoffe der Nervenzellen. Diese Neurotransmitter aktiviere ich in unmittelbarer Nähe von Nervenzellen und messe dann die Veränderung der elektrischen Eigenschaften der Zelle. Die Wüstenspringmaus in einem anderen Versuchslabor. Sie wird trainiert, um eine weitere wichtige Aktivität des Gehirns zu studieren, das Verhalten. Die Aufgabe? Nase durch einen Ring stecken, einen Ton hören, auf eine Taste treten. Dann gibt's Futter. Taste nicht getroffen? Kein Futter. Dann nochmal von vorn. Na also, Übung macht den Meister.
Die Funktionsweisen des Gehirns immer besser verstehen zu lernen und so Verhalten zu begreifen, ist das zentrale Anliegen der Graduate School of Systemic Neurosciences in München. Wer heute hier den Grundstein seiner Karriere legt, gehört schon morgen zu den besten Köpfen auf diesem Gebiet.